Fässer alle kaputt sind, oder? Nee, das da hinten sagt mir noch gar nichts, das mit den vier Löchern. Also wir haben genau, zumindest die Wand aufgemacht. Genau, richtig, die Wand war aufgemacht. Ja, stimmt. Weil ich glaube, wir sind nach rechts gegangen, nach links haben wir noch gar nicht erkundet, wenn ich so auf die Map gucke. Ja, dann auf nach Norden. Glaube ich. Bin mir auch nicht sicher. Ach. Oder irgendwie sowas. Die Karte ist ja doch recht groß. Also wir haben im Süden viel noch nicht erkundet. Uralter Tempel. Ich komme, ich eile. Oh, da fängt was zum Leuchten an. Ja. Sachen leuchten ist eigentlich nie gut. Doch, das ist... Vor allem, wenn man reingeht. Ich stelle mich mal in die Mitte. Wenn es dunkel ist, ist das funktioniert gut. Nicht. Ja, hier ist nichts. Irgendwas. Okay. Oh, was zum Looten. Du räumst ja gleich den Sarg aus, ja. Ein ewiges Artefakt. Warte mal, war da nicht irgendwas mit einem Rezept? Rezepte. War das unter Rüstung? Das ist Mitternachtsöl. Rüstung der... Ja, stimmt. Das Artefakt haben wir aber jetzt eins. Jetzt fehlt noch die Legierung. Das sieht gefährlich aus. Tagebuch und ein Reißzahn. Mhm. Was sieht gefährlich aus? Sollte man vielleicht doch im Tagebuch mal lesen. Ja, wenn ich mein Inventar finde, ganz unten. Wieso kann ich nicht weiter rausscrollen? Ach, jetzt. Ach, wieder mal einmal. So. Das Mitternachtsöl hat sich aktualisiert. Bestimmt, weil Jolum gelesen hat. Ja. Ja. Sein Nachforschen kam zu den Folgenschlüssen für die Götter. Ach schön, dann kann ich das ja bei Behemoth lesen. Das ist ja praktisch. Wir sollten wachsam bleiben. Werden. Nee, bleiben. Also die Säulen an der Seite kann man anklicken. Es sind unterschiedliche Säulen. Okay, Ralik ist Erde, Duna ist Luft, Tyr Kendelius Blut. Zolz Dissa Feuer, Rogier Muskeln, Xanthesa Geist und Amadia Magie. Jetzt müssen wir nur noch wissen, in welcher Reihenfolge wir welches Element betätigen müssen. Okay, sind ja bloß 7 Säulen. Was kann da schon schief gehen, wenn wir das machen? Gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Ja. Gibt es ja kein Buch, wo das drin stand? Schönes ja, wahrscheinlich. Im Tagebuch? Ganz sicher wird es ein Buch gegeben haben. Also irgendwie das müssen wir das ja lösen können, das Rätsel. Also es wäre jetzt unklug, wenn wir das Ding anfassen, wenn wir jetzt irgendwas aus Versehen anklicken. Weiß nicht, wahrscheinlich. Ein Ups wäre also... Ich würde einfach mal das erste Teil hier anklicken. Warum? Was ist das erste? Na, da wo die Leiche war. Kann man ja, das da ja, das hat man anklicken, so gut funktioniert. Es hat gut funktioniert. Probier's mal. Es leuchtet. Ui. It thrums with power and throws flickering dancing shadows Und jetzt? Ich bin noch beim ersten Text. Achso. Und warte noch, dass alle, die eventuell mithören, lesen wollen, ankommen. Also. The carving is covered in strange glyphs that feel oddly familiar. They surround a gently glowing stone that makes you think of the night sky rolled into a ball. Ja, dachte ich mir auch. Erstmal untersuchen. Trying to read the symbols, you hear a faint whispering at the back of your mind, as if you're listening to the echoes of a past age. Nächstes Mal lassen wir den Gelehrten an solche Sachen ran. Your mind swims and for a moment. Wir haben einen Gelehrten. Aber sowas von. Er ist halt bloß sehr, sehr, sehr seltsame Sachen. Our first lords, babes with power glowed, our seconds born in blood that flowed, our thirds young to the wind returned. Das ist die Lösung, oder? Ich würde sagen, das ist die Reihenfolge. Kraft, im Blut geboren. Dann Wind, danach Feuer. Warte, warte. Einer schreibt mit. Ja, mach. Er leuchtet vor Kraft. Ja. Im Blut geboren. Abend aus Blut. Hi, Ottel. Zurück zum Wind. Der Wind. Und dann das Flammenreich. Ich
Ich muss noch mal ganz kurz weg. Ich habe vergessen, mir was zu trinken zu holen und ohne gehe ich ein. Ja, mach das mal. Besser ist das. Dann kannst du schon mal weitermachen, dann kann ich dabei schreiben. Our fifth lord's cubs with minds were blessed. Our sixth had brawn beyond the rest. So, und dann die 5 ist Verstand. 6. ist Kraft ohne Gleichen. Also jetzt 2-mal Kraft. Ich schreibe mal ohne Gleichen auf. Ja. Und Nummer 7. Spread from earth to glen, and thus no king shall rise again. Aha. König. Wieder da. Breitete sich aus in wildem Reigen und so wird nie wieder ein König den Thron besteigen. Was auch immer das heißen mag. Ja gut, das ist Ausschlussverfahren. Okay, so, dann nochmal ins Tagebuch gucken. Also, Ralik ist Erde. Können wir damit irgendwas anfangen? Was ist Erde? Blut vielleicht. Also Blut haben wir Tyrkendelius, der ist Blut. Ach so. Verstand, Kraft ohne Gleichen, König, Kraft. Also Vrogir ist Muskel, die würde ich am ehesten mit Kraft verbinden. Also das wäre dann das erste, wer? Vrogir. Wer ist denn hier Vrogir, oder? Ja, ist der hier. Da stehe ich ja gerade dran. Ah ja, Behemoth auch. Ich klicke mal drauf, ja? Mach mal. Der Gott der Orks. Okay. Ja. Das ist so sympathisch. So, dann was hätten wir Blut. Tyrkendelius ist Blut. Der ist dort. Der Elfengott. Tyrkendelius. Poet and patron god of the elves. Genau. Wie weiter? So, dann haben wir Wind. Duna wäre Luft. Vielleicht. Das da stand ich daneben. Okay. Das nächste ist Flammen. Ja, das ist. Warte mal, wo ist er? Zol's Dissa, Feuer. Also, ich würde das als erstes mit Flamme verbinden. Ja, war auch Echsen. Jetzt bleiben bloß noch die auf der anderen Seite, glaube ich. Und Kraft ohne Gleichen. Tja, wir haben Magie. Ogi haben Geist. Wir schon, oder? Nee, oder Verstand als erstes. Das wird Geist sein, oder? Xanthessa. Ja. Xanthessa ist da. Dann haben wir Kraft ohne Gleichen. Also das müsste dann das die Magie sein. Vermutlich Amadia, wo Julve ja, steht. Amadia, Magie, genau. Sollte ich bloß noch einer bleiben? Sollte das Ralik? Ja, Ralik Erde dann. Ralik. I used to pray to you when I was young. Das war anscheinend nicht richtig. Ja, das mit der Kraft dürfte ein Problem sein bei uns. Ja, da müsste man wahrscheinlich dann doch wieder auf Englisch, dass ich das. Ja, ich glaube, das war im Deutschen irgendwas komisch übersetzt, so dass man deswegen nicht drauf kommt. Da könnte bei einem Might stehen im Englischen, wie Macht. Ja. Das könnte mit Kraft übersetzt worden sein. Also ich glaube, das Rätsel haben wir damals auch nicht lösen können auf Deutsch. Wir haben es dann nachgeschaut, weil irgendwas war da übersetzungsmäßig verloren gegangen. Das ist sehr ärgerlich, wenn sie die Rätsel nicht gescheit übersetzen. Ja. Ja gut, wenn du es übersetzt, dann siehst du das üblicherweise nicht. Du hast da so ein paar Textzeilen und sollst jetzt übersetzen. Ja, da müsste man aber trotzdem gucken, weil das hat dann schon was mit Spielbarkeit zu tun. Wenn es durch die Lokalisierung unlösbar und damit unspielbar wird, ist das schlecht. Ist immer so die Frage bei so einer Lokalisierung mit, okay, ja, wie und ja, wahrscheinlich wird das an ein unterbezahltes Studio abgegeben. Oder die haben halt keinen Zusammenhang, die kriegen dann teilweise nur irgendwelche Texte. Die haben die Textzeilen und die heißt es hier, mach das morgen fertig, dann musst du es halt morgen fertig kriegen und kannst du dir halt auch nicht überlegen. Ist halt dann schade. Ossel, die Temperaturen lassen eigentlich. So. Ich sitze hier immer seit einer Woche oben ohne an dem Computer. So, wenn ihr das Gedicht mit den Informationen aus dem Buch kombiniert, dann steht folgende Reihenfolge. Amadia, leuchten steht für Magie. Aha.
Leuchtete vor Kraft. Das soll Magie sein. Ja. Oh, ja, genau. Ist klar, ja. Aber wir haben jetzt diesen Rallig als erstes angeklickt. Wir sollten nochmal alles durchklicken. Ja. Erstmal, können wir die wieder ausmachen? Nein. Können wir sie nochmal anklicken? Ja. Nee. Okay, dann einfach alle einmal durch. Dann hatten wir Tier, dann Duna, dann Zorl. Ja, und wir haben halt dann wirklich Amadia und Vrogia. Auf der anderen Seite? Ah, ja. Schon dabei. Ja, also Amadia und Vrogia hatten wir falsch rum. So, jetzt. So, jetzt. Also zuerst Amadia, da so am oberen Ende. Plopp. Dann Tier, Duna und Zorl. Tier, Candelius. Hm. Dann Duna und dann Zorl. Duna ist an. Und Zorl. Dann auf der anderen Seite Xanthessa, Vrogi und Ralik. Ah, da haben wir es zum Beispiel. Die letzte Zeile des Rätsels spricht eigentlich Brood spread from Earth to Glen. Mhm. Da hätte man halt dann Erde gehabt und damit hätte man wieder etwas besser was mit anfangen können. Oh, jetzt habe ich das natürlich nicht so wirklich mitbekommen, was ihr da gemacht habt. Es sind nur Säulen runtergegangen, nur zwei Truhen drin. Und ein Sarkophag ist da. Ah. Wir haben nichts weiter gemacht bisher. Ja. Quellenmagiepunkte haben wir alle. Haben wir alle brav zum Ende nochmal aufgefüllt gehabt. Den Sarkophag lassen wir in China. Ich mache hier mal auf. Brustpanzer. Alte Steintafel. Tagebuch. Das Mitternachtsöl, ja. Die soll man wahrscheinlich holen, die Steintafel. Ich gebe mal dem Behemoth das zum Identifizieren. Oh oh. Muss. Ich habe ganz brav den Sarkophag angeklickt. Ja, jetzt darfst du auch reden. From behind its unmoving lips, you hear a noise. It starts as a groaning, croaking chatter, but slowly becomes more distinct. It's speaking. Was? Ja, genau. Also momentan haben wir 5 grüne Punkte auf der Map. Mal sehen, wie lange die grün bleiben. The stream of noise cuts off abruptly. After a moment, you hear a jolting, lurching voice. It wears the face of Duna, but speaks the tongue of beasts. How cruel. I suspected the Seven Lords won the war after they locked me here, but seeing their faces on dumb creatures, a depressing confirmation. Ja, die Götter haben sie eingesperrt. Hätten wir sie vielleicht nicht rauslassen sollen. Gods, what is this senseless braying? The Seven Lords were Eternals, just as I am. Deep within your soul, you feel your god stirring at the sound of the voice. You can feel its anger and fear swelling inside you. The creature leans forward to get a better look at you, clucking and tutting under her breath. It seems to be a simple form at its core, a source vat. A walking, unfortunately talking, source vat. Hey! Fascinating. Ach, die ist auch ganz schnell tot. How to extract the source from the vessel without... She pulls back suddenly, recoiling in horror. It is rotting. Almost imperceptibly, but it decays before my eyes. It must have no more than a century left. Yeah. God within you reacts. His emotions a cocktail of fury and fear. You hear his voice, demanding that you give him control, demanding your body obey his will. Na, lässt du die Gottheit reden oder machst du das nicht? An Eternal does not answer questions from whatever creatures happen to lumber into view. Especially when there is so much to be learned about their source. Mir gefällt nicht, wie sie das sagt. What happens to it, I wonder? Does it lie in whatever ditch it falls in, as its body decays? Or... Ah, no, of course.
it is harvested. Ja, aha. Looten! You can feel it hissing that this creature. Ich glaube, die will uns harvesten. Ja, die will uns looten. Man kann ihr nicht vertrauen, sagt dein Gott. To have had the technology of the Eternals and made this. How crude. Although effective in its own way. Poor creature. Created for a sole purpose and yet so ignorant of its function. It is a tool to collect source until it is ready to be collected. Most likely by its creator. And given that face, I can well imagine who your creator may be. What a lazy way to feed one's power and one's ego. Interessant. You start to speak, but it's too late. Ralik breaks free, and the voice that emerges from your mouth is not quite your own. A Tira, you worm. An eternity locked away was too good for you. I should have seen you ground to dust and fed to the wind. Your heresies deserve nothing less. Okay. The figure recoils, as if struck. Ralik? What happened to you? Did you truly fall so far? Silence! It is your king that has fallen. He and all the other eternal cowards were flung into the void. And the power you were too scared to hunt has made me a god. And yet, here you stand, small, weak, decaying. I will not even need the Aetiran to grind you into the dust. You feel your god freeze at the mention of this Aetiran, a cold terror settling in your chest. The beast's unruly passenger did not deign to tell it. He did not want his host to know I crafted a weapon that would leave him an eternal once more. You feel your god thrashing against your control. Where? You croak in a voice not quite your own. Ah, of course you never found it. You always lacked imagination, my lord. I hid it in these very caves, although I can feel its distance now. Someone has uncovered it. Perhaps they intend to flay the godliness from you. No matter. Given your pathetic state, it is mine to collect at my leisure. As for you, you monstrosity, you were designed to be defective. You were built to die. And I rather think it is time you fulfilled your function. Das klingt nicht gut. But do not fear. I shall put your source to good use. Ich bin unschuldig. Was ist da dran? Ich nicht. Nein, sie. Ewiger Jäger. Wie viel hat sie denn? Oh, 1400. Was macht die denn hier alles? Die macht mich kaputt. Holy shit. Jetzt macht sie erst Regen. Wäre es nicht sinnvoll gewesen, sie in der anderen Reihenfolge? Sie ist ja noch nicht fertig. Ey, meine Quellenmagie. Hol sie zurück. Au. Oh. Was? Au. Noch. Ey, ehe ich dran bin ich tot. Ja. Boah. So ist das in dem guten Kampf. Du bist doch gar nicht tot, du lebst doch noch. Ja, ich bin der Phönix. Aber jetzt bin ich erst am Ende des Zuges dran. Wie der Phönix aus der Quellenmagie. Denkt dran, da oben stehen auch zwei von denen. Ja, ich kann aber nicht weiter weg. Ich werde dahin müssen. So. Okay, Giftschaden bringt gar nichts gegen die Viecher. Luftschaden ist gut. Oh, das ist schön. Minus 20% gegen Luftschaden haben die. Das ist doch, das hört man gerne. Ja, die kannst du gut wegkritzeln. Vor allem sind die nass, also da kannst du eh mit Wasser, mit Strom noch viel mehr anstellen. Was ist denn das? Ich könnte sie aber eventuell verkrüppeln. Ich muss kurz was gucken bei ihr. Untersuchen. Ja, die ist gut resistent gegen fast alles. Erde ist noch halbwegs okay.
Feuer so ein bisschen noch. Das ist nur 30%. Gift bitte gar nicht machen, weil das... Talente Untot. Mit Gift heilt die sich. Nee, ich hab hier Segen. Legt Segen für 2 Runden fest. Segne Charakter oder Fläche? Ja, das ist keine Heilung mit 100%. Das heißt bloß 100% resistent. Kann ich den Boden unter ihr segnen und sie würde Schaden kriegen? Oder verstehe ich das falsch? Nein, das ist... Was für Heilung? Oh, ich muss definitiv die Waffen wechseln. Segen ist halt das... Das ein positiver Effekt ist. Also, kennst du dieses Blutfeuer und all sowas zum Beispiel? Als Negativeffekt? Oh, ich bin zu weit weg. Wie viel braucht denn das? 3, okay. Okay, mach weniger Schaden, weil ich habe definitiv keine Gefahr, die Viecher zu... Was sie zu heilen. Na, kommt der Laser? Ah. Der Laser dreht rum. Schon so. Und ich, das ist raus, bevor du explodierst. Ach, was überlege ich dir? Ich bin doch eh betäubt. Komm doch gar nicht ran, diese Runde. Aua. Oh. Die arme Schnecke. Was? Okay. Das könnte ein interessanter Kampf werden. Mhm. Aber das ist mein Ticket. Ey. Ehe ich dran bin ich wieder tot. Nee. Warte mal. Wir machen mal interessante Sachen, glaube ich. Ich muss mal wieder die ganzen Sachen hier wiederfinden. Okay, das geht schon mal nicht. Die haben kaum magische Rüstung, diese komischen Hunde. Ja, dagegen kann ich gegen die fast nichts ausrichten. Das geht leider nicht. Dann machen wir es anders. Aber sie hat dafür umso mehr. Ja. Ich glaube, in diesem Kampf müssen wir sterben. Ich bin hier schon einmal gestorben. Und gleich wieder. Wieso bist du der Meinung, dass wir hier sterben müssen? Und was ist Überlieferung? Ja, Todeswunsch. Ganz toll. Du kannst jetzt ganz viel Schaden machen auf einen Schlag. Ja, richtig. Also das ist gut. Nur wahrscheinlich wird mich das Vieh, was danach dran ist, noch umbringen, bevor ich... Nein. Okay. Du bekommst jetzt... Krygonische Starre, das, wenn du magst, ich könnte dich außer Gefecht setzen. Mach mal. Du nimmst keinen Schaden und regenerierst allmählich deine Lebenskraft. Mach mal, das klingt gut. Alternativ könnte ich auch eine Fähigkeit machen, dass du nicht unter einen Trefferpunkt fallen kannst für die nächsten 2 Runden, glaube ich. Oh. Das klingt auch nicht schlecht. Aber jetzt Todeswunsch erst und ihn dann gleich inaktiv machen. Genau, also einfrieren würde den Todeswunsch völlig sinnlos machen. Gut. Ich muss es nur eben hier in meiner Leiste wiederfinden. Hey, die reden über Eis im Chat. Über Eis, ja. Wo ist denn das blöde Ding? Ihr seid fies, Melli und Mokai. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ist in Ordnung. Irgendwo hatte ich den mal. Hast du die auch ausgestattet? Ich hoffe doch sehr, dass ich die nicht rausgenommen habe. Wenn die Leiste voll ist, vielleicht auf der anderen Leiste? Shit, habe ich das doch rausgenommen? Kannst du ja am besten gucken, wenn du K drückst. Leben am Rande. Ach scheiße, ich habe nicht genug Trefferpunkte dafür. Ah, braucht 3, ich habe nur 2. Moment, also. Darf ich das immer machen? Ne, dann machen wir... Das? Siehst du, ich hätte ja auch noch 2 freie Slots gehabt zum Belegen mit irgendwas. Kannst du jetzt noch schnell, ne? Nein, im Kampf nicht. Er beißt sich in den Arm. Ja, ich beiß mich in den Arm, nur für dich. Schön Blut unter dir verteilt. Todeswiderstand. Also der andere, der letzte, der greift dich nicht an. Ja, weil er wahrscheinlich weiß, dass er mit... Wow, ja, solche, ich bin gleich tot, ja. Lieber. Ja. Ein Biss noch und ich bin weg.
Aber Tyrana macht jetzt hier erstmal platt. So, ich hole mal gleich wieder. Die sind fast hinüber. Ja, noch ein Quellenmagiepunkt weg. Darf ich dann wenigstens diese Runde noch irgendwas machen? Mal gucken, wenn genau. Du artig bist. Okay, sie hat ihre drei Viecher umgebracht. Und ich bin wieder betäubt und fast hinüber. Ja, ich habe noch einen Lebenspunkt. Ja, und den behältst du auch. Ja, das ist schon mal genau. Cool. Ich lasse mich doch von... Oh, scheiße. Jetzt bin ich definitiv tot, aber einer ist bezaubert, also den könnt ihr in Ruhe lassen. Du meinst, er könnte uns helfen? Einer wird für uns kämpfen. Ich darf nichts zaubern? Du bist, ja, das war auch noch zusätzlich, also. Ja, das ist ja ganz optimal. Keine Magie, ja, das ist als Elf natürlich praktisch. Eiltrank. So, was habe ich da auf mir? Vor allem als Heiler ist das praktisch. Ich könnte jetzt noch Sachen einsetzen, weil viele meiner Sachen sind physisch, wenn ich nicht betäubt wäre. Ich habe, glaube ich, eine physische Fähigkeit. Oh, China ist im Weg. Wenn ich die angreifen möchte, ist die... treffe ich China stattdessen. Wäre wahrscheinlich sein Tod. Okay. Aber wenn ich mich da hinten bewege... Außer aber nur Noggershock. Ja, mach das. Mach ihn platt. Ja, das hier. Oh. Autsch. Jetzt ich bin nicht mehr betäubt. Ich bin tot. Nein. Wir müssen Prioritäten setzen und das Vieh ist, glaube ich, nicht mehr auf unserer Seite. Ich bin unterkühlt. Ja. Und stumm. Und stumm. Aber ich kann nicht solche wiederbeleben. Das geht. Am besten am gleichen Punkt, wenn es geht. Im Moment sind da die Viecher weg von mir. So, jetzt muss ich erstmal dich auswählen, oder? Ja, erst mich und dann den Ort, wo es mich hin teleportiert. Ah, ich glaube, ich komme nicht ran. Nee, ist weg wahrscheinlich. Du bist ausgegraut. Ich kann dich nicht wiederbeleben. Ja, was haben wir für Fähigkeiten, die ich einsetzen kann? Mein Feuerstab. Ja. Ja, das ist alles. Und einen einfachen Angriff kann ich machen. Und Gegenstände aus dem Inventar. Beleben konntest du ja auch nicht wegen Zaubersperre. Geblendet. Oh, geblendet ist schon mal gar nicht schlecht. Das ist ein Anfang. Maschine ist ja auch gleich tot. Ja, ich konnte noch nicht eine Sache im Kampf machen, außer da stehen. Heiltrank brauche ich nicht. Nach Julve ist diese komische Troller wieder dran. Ja. So, Verzweiflungstat. Mhm. Na gut, sowas kannst du machen. Ist hier Öl draus gemacht. Rennt die wenigstens? Jetzt fängt es an, bei dir zu klauen. Ja, sie hatte gemeint, sie will sich an ihr quälen. Ja, komm! Weil sie so ungeduldig ist und eigentlich einfach warten will, bis wir so sterben. Ja. Oh, Tyrana ist dran. Ja, aber ich kann auch nicht wiederbeleben, ne? Es ist gesperrt. Auch keine Schriftrolle? Schriftrollen geht. Die sind grau. Bei mir? Ich hatte sie aus dem Inventar und dort. Ja gut, die kosten 3 Aktionspunkte. Ich sehe jetzt nicht, wie viele Aktionspunkte. Ich habe 5 Aktionspunkte, aber ich kann diese Schriftrolle der Wiederbelebung nicht verwenden. Das ist sehr seltsam. Mist. Also die Zaubersperre ist auch gegen Schriftrollen. Ja, aber Julbe ist auch stumm. Dann hätte ich das wohl auch nicht gekonnt, aber ich konnte Rechtsklick und Fähigkeit benutzen. Wahrscheinlich wäre danach die Meldung gekommen. Denn ich habe mal eine Frage, was passiert, wenn wir in diese Quelle hineingehen? Dann müssten wir einen Magiepunkt kriegen. Ja, regenerieren wir Punkte. Na
Nein, du willst mich nicht beißen. Ich bin dran, ich bin dran. Im ersten Fall. Erstmal ganz dringend. Und der Fiener mehr Fähigkeiten als Zauber hat. Ja. Ah, die Calippo Shots waren cool, Belly. Die habe ich auch gemocht. Hm. Nicht so schnell. Ja, das war jetzt ja nicht. Oh Mann. Verkrüppelt auch noch. Ja, das. So, machen wir wieder den einzigen Angriff, der geht. Pass auf, die reflektieren. Wer reflektiert? Die Gegner, wenn du angreifst. Ah. Ist auch kurz Schaden. Ja, sie haben Vergeltung. Alle Schaden gekriegt. Aber ich kann sonst nichts machen. Dann geht denn das noch? Eine Runde, ja gut, dann nehme ich mir die Aktionspunkte auf, wenn ich dann noch lebe. No. Geblockt, sehr schön. Prozent Chance mal geblockt gehabt. Boah, ey. Ach, du bist ja immer noch verstummt. Ja. Ja, ja, ich darf nichts machen. Und hier drumrum ist einfach alles. Außerdem verwehst du gerade, das heißt, heilen ist auch gerade nicht. Ja. Ich glaube, wir überleben das nicht. Das nächste Mal stellt sich bloß einer da unten hin. Ja, besser ist das. Gut, das wussten wir jetzt ja nicht so. Nö, macht ja nichts. Aber dass wir hier sterben, das war eigentlich schon fast nach der ersten Runde klar. Ja. Ein ewiger Jäger ist fast tot. Ich bin erstaunt, wie lange wir hier überleben. Ah, das Problem ist, dass die alle so viel physische Rüstung haben. Ich komme da nicht durch. Mhm. Wieso bin ich so weit vorne stehen geblieben? Ah, dieses Verstummen ist halt echt nervig. Ja, du könntest noch ein paar Hitpoints brauchen. Ja. Ach so, ja, das könnte ich natürlich machen. Schon wieder drei Runden verstummt? Ja, du aus irgendeinem Grund. Hä? Was war das? Warst du eventuell verwesend? Du warst verwesend, ja. Ah, cool. Du hast dich, ich hab den Tod abgewehrt, wie auch immer. Ich hab den riesig fetten Heiltranke genommen. Ja, 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 und riesen fett Heilschaden bekommen. Ja, 870. Können wir Fallen aufstellen? Spiel verloren. Oh nein, deine Gruppe wurde besiegt. Dann mache ich hier einen Cut.